30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo, liebe Zuschauer. Die vierte Staffel neigt sich dem Ende zu. Doch die Frage aller Fragen muss noch beantwortet werden. Wer holt den YouTube Predator Cup 2021? Jan Pusch, angetreten für den Bootshersteller Finnwal, konnte nach einem überschaubaren Ergebnis im Vorjahr in dieser Staffel bisher vollends überzeugen. In der Gruppenphase und der Zwischenrunde holte er sich jeweils den Gruppensieg und setzte sich dann im Halbfinale verdient gegen den Belgier Landry Rosen durch. Auch sein Finalgegner Dustin Schöne, der für seine Marke Nace teilnimmt, wurde zweimal Erster in seinen Gruppen. Im Halbfinale gegen Patrick Marable musste er trotz eines unglaublichen Ergebnisses von 500 Punkten am Ende nochmal zittern, da auch Patrick extrem gut fing. Heute werden die Karten neu gemischt. Sehen wir mal, wer sich die bessere Ausgangslage für das entscheidende Rückspiel erarbeiten kann. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Hinspiel des Finales zwischen Dustin Schöne und Jan Pusch. Wir befinden uns an einem Spot, den Jan ausgesucht hat. Hat er auch schon in der Gruppenphase gefischt. Ich weiß nicht, ob in beiden. Ich meine ja. In beiden, ne? Das war auch sehr erfolgreich. Und wenn ihr da richtig zugeguckt habt, dann könntet ihr wissen, dass es zunächst auf Hecht gehen soll. Denn Jan hat hier schon einige gute Hechte gefangen. Ich glaube auch einen knappen Meter, 99er. War auch dabei. Ja, was versprichst du dir? Ein Hecht? Ja, Hecht auf jeden Fall. Also jetzt erstmal Hecht ist angesagt. Wir haben eigentlich gute Bedingungen. Wir haben ein bisschen Sonne. Es ist wenig Wind. Ideal zum Angeln, zum Hechteangeln. Und von der Zeit auch perfekt. Und ich hoffe, dass der Spot hier immer noch funktioniert. Alles klar. Dustin, warst du schon mal hier? Ich war noch nie hier. Deswegen bin ich auch ein bisschen nervös. Aber bringt ja nichts. Gutes Mädchen. Ja, alles klar. Wünsche ich dir auch. Es ist angerichtet. Autoschlüssel ist bei mir, Portemonnaie, Handy, alles gesichert. Ja. Dann kann es losgehen. Was rein? Kraut. Spot erst kennen. Ach! Ein Chattis. Westen. Zählt der als Fang? Aber da kannst du mal sehen, dass der musste ja auch fangen. Ja. Der war gut, Jan. Also ein bisschen werfen kann der Ossi. Der war wichtig. Da knallt's. Ein bisschen heller fischen. Das ist ganz gut. Der hat hier so eine, der Popeye hat hier so eine, einen Schlitz. Und dann kann ich richtig unsere neue Paste da reinschmieren. Dann hält das viel besser. Habe ich echt Vertrauen drauf. Also, es hat gut funktioniert die ganzen Wettkampftage. Training natürlich auch. Jetzt fische ich den Popeye ein bisschen aggressiver, weil das Wasser doch ein bisschen dunkel ist irgendwie. Ich weiß, dass hier Fische sind. Aber ob die Fische jetzt fressen? Hier sind garantiert Fische. Das ist die Frage. Die müssen irgendwann beißen sie. Auferstanden aus Ruinen. Aber hast du die Zeit miterlebt noch im Osten? Nee, nicht fünf so. Jahre. Ja, da warst du, zu jung. Aber ich kann mich an einige Sachen noch erinnern. Echt? Ich habe ja alles voll mitgenommen. Ja, klar. Du bist ja ein paar Tage älter als ich. Ja, leider. Oh, Jan. Hast du Angst gekriegt gerade? Bisschen. Warum? Du bist froh, wenn was rauskommt. Das ist scheißegal, wenn die fängt.
Erstmal, das muss einer rauskommen. Das machen wir schon, Jan, da bin ich mir sicher. Weil doof, wenn gar nichts beißt. Aber das wird nicht passieren. Eigentlich nicht, ne? Nee. So, Jan, die erste Dreiviertelstunde ist rum. Wir sind jetzt schon mal auf die andere Seite gelaufen. Drüben hatte keiner von euch beiden Biss, glaube ich. Nein, kein Kontakt, kein Biss, gar nichts. Also, aber ich weiß, der Spot ist super gut und ich habe auch erfahren, das soll ja der bekannteste Spot in Holland sein. Also, wo ganz viele Leute fischen und wo schon große Fische rausgekommen sind. Ich habe ja Fische hier gefangen, deswegen ich habe Vertrauen hier drin. Ich war noch nie hier, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob die Bedingungen irgendwie anders sind als sonst. Dafür, dass der bekannteste Spot in Holland ist, muss man sagen, stehen wir hier alleine. Aber ich habe auch schon gesehen, dass du hier gute Fische gefangen hast. Und ich habe auch schon andere Angler in unseren Folgen fischen sehen, ja, wo ich dann persönlich nicht dabei war. Aber ich glaube, Fred gegen Herbert haben hier schon geangelt zum Beispiel. Aber du bist nach wie vor frohen Mutes. Du glaubst hier... Ja, wir werden jetzt noch ein paar Minuten hier bleiben, das ausfischen richtig, ein bisschen Köderwechsel machen vielleicht. Ich habe jetzt schon eine aggressivere Farbe drauf gemacht, den Mojito. Aber ich werde gleich wieder auf den Perch wechseln, weil hier das Wasser ein bisschen klarer ist wie auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich habe jetzt den drauf hier und wechsle gleich wieder. Und mal abwarten. Vielleicht sind wir auch nicht in der Phase drin, dass die Fische mit einmal beißen gehen. Ne? Das kennt man ja auch ganz oft. Ja, also du bist noch nicht beunruhigt. Überhaupt nicht. Gar nicht. Dustin, du schon Biss gehabt? Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich einen Biss hatte. Aber hier auf dem Spinnerbait sah es so aus, fühlte es sich so an. Ich hatte auch Scratches im Gummi, also typische Hechtbisse. Allerdings ist der Spinnerbait nicht neu. Das heißt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich da schon mal einen Biss vorher jetzt drauf hatte. Aber es kann sein. Es war undefinierbar. Es war Kraut freigeschlagen und dann plötzlich buff. Kann auch noch mal ein harter Krautstängel gewesen sein, ein anderer, aber ja, weiß man nie, ne? Fisch, Fisch, Fisch! Oh! Scheiße, ist der reingeballert, du! Ist doch gut! Mann, du! Vielleicht ein lauter. Schlag gemacht, dann. Erstmal rauskriegen. Voll der Tock hier! Ja, am Spot hier. Direkt an der Krautkante stand er. Geil! Kein Riese. Ja, mal abwarten. Mal abwarten. Meist vom Ufer, dann gehen die richtig los. Boah. Schöner Fisch, Jan. Ja, noch ist er nicht draußen hier, oh Mann. Und hier ist auch immer das Problem mit den Keschern. Hängt vorne am. Nee, ist kein Riese. Das ist ein 80er. Ja, ja, ja. Diese Ratten, du. Diese Ratten! Bevor ich eine kriege. Leute, was für ein Einschlag hier! Wahnsinn! Na komm schon, nein! Das gibt's doch nicht! Jawohl, wir haben ihn! Hier ist er! Echt! Ah! Der Plan scheint aufzugehen. Ja, Leute. Guckt euch den Hecht hier an, da. Auf Popeye Perch. Wie in der Quali schon. Ich habe an den Spot geglaubt. Wir haben die ganze Zeit hier gefischt. Und ich bin so happy, dass jetzt auch mal ein Fisch kommt. Und dass ich dem das hier noch mal zeigen kann, wie Angeln geht hier. Aber er ist ein guter Angler. Vielleicht fängt er auch gleich ein. 80 Punkt.
in 81. 81 Zentimeter. Jans Plan geht auf. Ein 81er Hecht eröffnet das Scoreboard und um diese Fischart muss sich der Schweriner im Finale nun keine Sorgen mehr machen. Mal sehen, ob Dustin den Fisch kontern kann. Wunderbar. Weg ist der Hecht. So, Dustin. Ja. Jan hat geliefert, 81er Hecht ist im Kescher. Hat er angekündigt und dann war es auch noch gleich ein guter. Ich muss sagen, mit Hecht habe ich mich jetzt nicht so schwer getan, aber man weiß nie, wie die Bedingungen jetzt sind. Jedenfalls bringt er mich noch nicht aus der Fassung. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, wenn ich den gefangen hätte, aber na gut, jetzt ist es so. Er hat es gesagt, er hat es gemacht, Hut ab, Petrian. Hast du eine Vorstellung oder eine Idee, was er als nächstes macht? Naja, ich denke Zander oder Barsch angeln. Ne? Also. Das würde Sinn machen, aber er wird es uns vielleicht selbst verraten. Wir gehen mal kurz zu ihm rüber. Ich weiß nicht, ob es so schnell war, wie du dir es vorgestellt hast, aber so nach rund anderthalb Stunden hast du deinen Hecht gefangen. Und ja, bist du zufrieden? Ja, ich bin glücklich. Der Spot hat wieder geliefert und ich habe Vertrauen drin gehabt. Ich habe hier in der Quali hier sehr gut gefangen. Der Hecht ist jetzt nicht ganz so groß, ein bisschen über 8 cm. Ist ein schöner Fisch auf jeden Fall in der Competition. Aber ich und Dustin, wir haben ja schon größere gefangen, auch in der Competition, in der Quali. Und deshalb ist noch alles möglich. Wir machen jetzt noch ein paar Würfe, ein paar Minuten noch. Dann habe ich einen Spotwechsel angekündigt. Und dann geht es wahrscheinlich auf Zander. Ja, das macht Sinn. Und wir werden einen Spot sehen, den wir schon kennen, oder? Machst du was überrascht? Weiß ich noch nicht. Also ich schwanke noch zwischen zwei, das sage ich dir gleich. Alles klar. Also auf jeden Fall da, wo ich gut gefangen habe, weil das anders macht keinen Sinn. Alles klar. Hat er vorgelegt, der Gute. Du hast dich gerade mit Sonnencreme eingecremt. Ja. Und anschließend die mit Schlamm wieder abgewaschen. Ja, aber glaube. Nee, erklär mal den Hintergrund unseren Zuschauern. Naja, ich glaube daran, dass wenn man Sachen auf dem Köder aufträgt wie Sonnencreme, ist das nicht sehr natürlich und könnte die Fische abschrecken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, aber glaube. Aber unsere Köder riechen ja nicht so extrem nach Knoblauch, weil wir nicht daran glauben würden, sondern ich glaube schon, das macht einen Unterschied. Deswegen habe ich es mir schnell im Schlamm noch mal sauber gemacht. Und mit Wasser wäre das nicht gegangen? Naja, aber ich habe ja vorher... Kriegst du den Geruch nicht gut weg? Also eigentlich sagt man, hier vom Gewässer der Schlamm und so weiter, dass, wenn mit Sand dabei ist, weißt du doch, kann man es auf jeden Fall leichter sauber machen als nur mit Wasser. Jan, erzähl mal. Wir marschieren hier jetzt wieder zu einem Spot. Ja, da war den ich wir ja schon ein paar Mal gesehen haben. Genau, da war ich schon ein, zwei Mal. Ja, es macht natürlich Sinn, da einen Spot zu fischen, wo man auch Vertrauen hat. Ja. Und da sind gut Zander. Ich weiß nicht, ob heute da Zander sind, ob die heute bissig sind. Die haben es sehr hell. Da sind eigentlich keine richtigen guten Bedingungen für Zander. Aber in Holland ist das, glaube ich, auch so. Die Gewässer sind ziemlich trübe. Und da spielt das vielleicht auch gar nicht so die Rolle. Du kannst vielleicht auch Zander mittags fangen. Also das ist so mein Ziel. Wir haben jetzt knapp eine Stunde Zeit. Und ich bin gute Dinge, dass da was passiert. Du sagst, wenn es losgeht, Jan? Ja, die Zeit läuft ja immer permanent. Also kann ich angeln? Ganz angeln. Wir stehen jetzt an Jans Zanderstelle aus dem Halbfinale. Genau hier hat er gegen Landry sehr erfolgreich geangelt. Hat, glaube ich, mindestens drei Zander hier gefangen. Landry hatte gar keinen. Ich bin sehr gespannt, ob sich das jetzt hier ähnlich abspielt oder ob Dustin es besser gelingt, sich in diesen Spot reinzuangeln. Bisher gab es noch keinen Kontakt für beide. Vielleicht sind die Zander auch nicht gut drauf, aber wir sind auch erst seit 5 Minuten hier. Haben jetzt noch knapp 45 Minuten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn hier was passiert, dass Jan noch mal ein paar hundert Meter weiter rüber geht, um auf Barsch zu angeln. Aber jetzt sind Zander erstmal im Fokus. Thank you.
da, die fressen noch nicht so richtig. Wie gesagt, also. Naja, glaube ich auch. Das ist jetzt ein bekannter Spot. Der Spot, der mal nicht funktioniert hier heute. Überhaupt. Schade. Wie lange noch? 3 Minuten. 3 Minuten, jetzt reicht ja noch für einen. Ich brauche ein Hecht, das wäre nicht schlecht. Ja. In der Tat, Jan. Schade. Hätte gedacht, dass hier ein Fisch kommt, um ehrlich zu sein. Ja, das ist echt doof. Aber was soll's. Anders als Jans Hechtstelle hat der Zanderspot nicht gezündet. Es gab einen Biss bei Jan, ansonsten nichts. Und ja, die Halbzeit ist jetzt so gut wie vorbei. Die fischen jetzt hier noch eine Minute oder so. Und dann werden wir mal gucken, was das denn macht. Ich tippe mal auf Hecht als allererstes, aber vielleicht überrascht er uns ja auch mit einem ganz speziellen Plan. Das erfahren wir nach der Werbung in Dustins Halbzeit. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Ja, dann haben wir schon zwei. Ja, Mann, fehlt nur noch der Bass. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice! Hey, Mission complete, oder? Mission complete! Ja, aber. Du willst fangen wie beim YPC? Unsere mehrstündigen Online-Kurse der Anglerschmiede bieten dir alle theoretischen Grundlagen und die Anwendung in der Praxis, um deinen Zielfisch noch besser zu verstehen. Sicher dir jetzt das Expertenwissen deiner YPC-Stars und werde auch du zur Fangmaschine. So, wie vermutet, sind wir zum Polder gefahren. Du angelst auf Hecht. Ja, genau. Und hier war es ja eigentlich immer gut, oder? Hast hier schon nichts gefangen? Nee, ich toi toi toi, ich habe hier bis jetzt immer gefangen. Der größte war 86, also kein Riese, aber schon schöne Fische. Und es geht eigentlich immer relativ schnell. Also wenn man welche kriegt, kriegt man sie gleich am Anfang. Mal gucken. Ich hoffe, ich kann heute auch meinen ersten Fisch fangen, weil eine ganze Halbzeit ohne Fisch, das nagt schon am Selbstvertrauen. Aber gut, Jan hat auch noch einen gefangen. Stimmt. Letztes Mal, als wir hier waren, bist du dann relativ schnell wieder weg, weil du natürlich ausgenutzt hast, dass Patrick noch keinen Fisch hatte. Jetzt hat Jan seinen Hecht schon. Genau. Kann also sein, dass du auch ein bisschen länger hier bleibst, oder? Ja, ich würde hier jetzt entspannt angeln. So, weil ich brauche hier nicht taktieren, ich brauche meinen Fisch und ich angle so lange, bis ich meinen Fisch habe. Hoffentlich. Ich habe noch ein paar andere Hechtgewässer, aber gucken wir mal. Aber du würdest gegebenenfalls vielleicht auch auf den zweiten und dritten Hecht hier angeln, ja, oder? Ja.
Jan kommt jetzt hier gerade angefahren. Ich weiß jetzt nicht, der begeistertste Polderangler auf der ganzen Welt. Mal gucken, was er hier von dem Gewässer hält. Du kamst hier gerade aus dem Auto. Erster Kommentar war, wow, richtig geiles Gewässer. War das ironisch oder? Nein, wirklich, sieht richtig gut aus. Ich bin gerade hier lang gefahren und habe gesehen, die Brücken und so weiter sind immer Hotspots, gerade beim Polderfischen. Die Seerosen hier gefällt mir richtig. Also aber Polder gefällt. Ist doch eigentlich nicht, bist du eigentlich immer jetzt nicht so begeistert gewesen bisher? Nein, was ich nicht mag, dieses ganze Gelaufe immer ständig. Laufen, laufen und Stress und so weiter. Aber wenn man bequem am Polder angelt, macht das richtig Laune. Also im Training habe ich es gemacht und es hat viel Spaß gemacht und es bringt auch Fische. Na gut, wie entspannt es wird, das kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie gut ihr beide fangt. Wenn die ersten Fische rauskommen, dann kann es schon ein kleines Wettrennen um die guten Spots geben. Aber naja, gucken wir mal, dass ihr beide was fangt. Guck mal, siehst du, wie das strömt, Jan? Oh, der hat eigentlich einen dran. Pass mal auf. Der weiß genau, wohin wirft. Doch die Beetkasse. Aber es geht ganz geil mit der Lang. Ganz gut. Ist gut mit der langen, ne? Ja, es geht ganz gut. Ja. Mal gucken, wie lange das noch geht. Oh, die Richtung. Ja, okay. So, woran erkenne ich das hier? Auf die Seite, dann wollen die Fische. Fische schauen, das geht nicht. Da können die zwei angeln. Ja, da hast du recht. Ganz witzig, der Dustin ist auf der anderen Seite und hier, man sieht das hier, ist ein Tunnel und darüber die Straße und wo Schatten sind, immer Fische. Also im Polder, wo Schatten sind, da können sich Fische sich verstecken und deshalb fischt er das auch konsequent ab von der anderen Seite. Da kann aber nur einer angeln, deswegen angle ich von der anderen Seite. Mal gucken. Er sagt, er hat hier gut gefangen, auch im Training, im Wettkampf vielleicht auch. Hat hier also voll Vertrauen und ich glaube, das riecht auch echt nach Hecht. Also hier sind auch Hechte drin. Ja, Leute, und deshalb fische ich auch mit der langen Rute. Ihr seht das hier. Die ist jetzt 2,75. Eigentlich gar nicht so richtig zum Polderfischen, aber dadurch, dass hier immer so viel Kraut ist vorne und die Pflanzen, kann ich mit der langen Rute einfach darüber lang und auch mal hier fischen. Das ist so mein Konzept. Ich habe mir trotzdem die Beetcaster fertig gemacht. Wollen wir mal gucken, wie das sich jetzt hier macht. Aber bis jetzt, sage ich mal, läuft das ganz gut. Also, mal sehen. Und beim Poldern heißt es immer Strecke machen. Strecke, 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 immer weitergehen. Ich gehe nochmal zurück zum ersten Brückenspot. Sind hier auch Barsche drin? Ja. Warum? Glaube ich, auf dem Disco. Aber kann ein Hecht gewesen sein. Kann auch ein kleiner Hecht gewesen sein, aber irgendwas Kleines. Ich habe hier schon einen 46er Hecht gefangen. Ja, ja. So eine Krücke war das, weißt du? Ja. Das denn, der rennt und rennt da vorne. Der rennt von Spot zu Spot. Er kennt das hier. Das ist sein Polder, wo er echt viele Hechte gefangen hat. Und auch große Hechte, sagt er zu mir. Aber er macht richtig Speed jetzt. Also das ist jetzt echt Dauerlauf hier.
Wasser, du. Total schwarz. Ich sag einen Spotwechsel an, ne? Okay. Also wir können, wenn du willst, auch direkt fahren. Ja, wenn du sagst, besser, machen wir das. Schöne Scheiße. Dustin, du hast einen Spotwechsel angesagt. Ja. Möchtest du weiter auf Hecht gehen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall weiter auf Hecht. Normalerweise ein super Spot hier, aber das Wasser ist extrem angetrübt und irgendwie ist auch so ein Ölfilm drauf. Das sieht fast so aus, als ob hier nicht genug Sauerstoff drin ist. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir auch wenig Aktionen bekommen. Normalerweise kommt man hierher und kriegt direkt Bisse. Hatten wir jetzt nicht, deswegen zur nächsten Hechtstelle. Genau, einen hatte ich. Aber das war's auch schon. Und da gehe ich jetzt noch einmal hin und dann Abmarsch. Wenn Jan zusagt. Fisch. Oh! Yes! Das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ich brauche das Measureboard, hast du das? Trailer ist abgefallen. Aber Mace Runner hat mir wieder einen Fisch gebracht und diesmal einen Barsch. Leider keinen großen, aber der erste Fisch des Tages ist okay. Hier ist er. Naja, größer als man denkt vielleicht. Der ist lang, aber dünn. Ich schätze, er hat auch 35. Ist nass? Okay, machen wir das noch schnell nass. So, 36,5, also ein 37er Barsch, kein Monster, aber ein 37er hier für einen Polder hätte ich nicht mit gerechnet, der darf wieder schwimmen. Ups. Eine angenehme Überraschung für Dustin. Zwar nicht der anvisierte Hecht, doch ein 37er Barsch macht sich auf dem Board natürlich auch nicht schlecht. 81-74 für Jan. Ja, der Dustin hat gerade einen Barsch gefangen. Und jetzt gehe ich auch ein bisschen kleiner, um vielleicht noch einen zu fangen. Vielleicht habe ich Glück und dabei ist wirklich doch ein Barsch. Also, das ist natürlich jetzt spannend. Weil der Barsch zählt mal zwei. Der bringt richtig Punkte und der fehlt mir auch noch. Dustin, ganz kurze Frage. Ja. Sehe ich das richtig, dass du jetzt einen kleineren Spinnerbait drauf gemacht hast, um vielleicht noch einen Barsch zu fangen? Nee, siehst du nicht richtig. Du fischst jetzt einfach ohne Trailer, oder wie? Ja, der Trailer ist abgeflogen und ich muss hier sehr weit unter die Brücke kommen. Ja, was mir nicht immer gelingt. Aber deshalb fische ich das jetzt so, ja. Also du fischst nach wie vor auf Hecht? Ich fische auf Hecht, auf jeden Fall. Sagen muss, ich habe meinen Trailer, meinen Köder so kaputt gemacht, dass ich jetzt was anderes probiere noch mal schnell. Ein anderes Muster, Chatterbait. Oder einen kleineren Spinnerbait, auch eine gute Frage. Mach ein Chatterbait dran, ist mal was anderes, ne? Das ist ein Stress, oder? So, das ist unser erster Spot, das ist schon Geschichte. Nach 30 Minuten machen wir den ersten Spotwechsel. Es gab für ihn einen Barsch. Du hast hier keinen Fisch jetzt bisher gehabt. Leider nur ein Filbis, aber ein Barsch, 37er Barsch. Ich meine, das ist für Dustin natürlich gut. Bringt ihm wertvolle Punkte, zählt mal zwei. Und hat er wieder ein paar Punkte gut gemacht. Und er hat den Barsch. Er hat den Barsch und wird wahrscheinlich weiter auf Hecht angeln, nehme ich mal. Ja, sehr geil. Ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Hat hier noch nie einen Barsch. Ich hatte wahrscheinlich auch einen. Ja, ich hatte ja da runter einen Biss und der war auch irgendwie, weiß ich nicht. Ja, und dann hing er. Ja, geil. Fischst immer noch. Ja, klar. Okay, weiter geht's. So, Planänderung.
Ja, also auf dem Weg lag mein, auf dem Weg zu den Hechtspots lag tatsächlich mein Zanderspot. Und ja, die brauchen wir ja beide. Deswegen angeln wir jetzt erstmal hier. Ich würde eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass hier was geht, aber das hätte ich bei dem Hechtspot gerade auch, deswegen sage ich jetzt besser nichts. Und ja, hoffe, dass die Fische mitspielen. Sag mal. Ja, meinetwegen. Fang an. Ich guck, was du machst, und dann kenne das ja nicht so. So, warte. Muss mal den ein bisschen dichter holen, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Da rausgeworfen? Okay. Boah, die Strömung ist doller als letztes Mal. Alter, das pfeift hier lang, ey. Was ist das für eine Stelle hier, ey? Abartig. Magst du nicht? Nee, was für eine Strömung hier ist, ey. Das ist Hammer. Na dran? Ja. Mann, oh! Alter, ein dran! Ganz klein, ganz klein. Egal. Der hat nicht mal Maß. Ganz klein, warte erst mal ab. Der hat nicht mal Maß, sag's dir. Echt? Der kämpft aber gut, dass er nicht mehr Maß hat. Vielleicht die Strömung, ne? Ja, ist die Strömung. Der hat Maß, natürlich. Okay. Ja, Petri. Dank, Fisch Nummer 1. Er ist auch schon ab. Fuffi. Keine Chance hier, du. Fuffi, darf schnell zurück, muss weitergehen. Kein großer, aber zumindest ein Anfang. Hast gemessen? Ja. Fuffi. 65 Punkte und die zweite Fischart für Dustin, der mit diesem Zander die Führung übernimmt. Fisch. Da, weg ist er. Nein. Ja, manchmal, die saugen sich den hier nur ein. Dann merkst du den Biss gar nicht. Wahnsinn. Ja. Das war eine Krücke. Ja, war meine auch. Nee, der war gut. Den du hattest, der war schon gut. 50. Ja, wenn wir hin. Dustin hat seinen 50er Zander gefangen, hat so ungefähr 5 Minuten später dann schon Spotwechsel angesagt. Ist irgendwo klar, wieso. Er hat seinen Zander. Jan kommt mit den Bedingungen noch nicht so hundertprozentig zurecht. Ist ja auch ein bisschen spezieller Spot. Wenn man hier noch nie gefischt hat, braucht man einen Moment, um sich da reinzuangeln. Er hatte jetzt aber auch schon einen Biss. Und ja, ich denke mal, aus Dustins Sicht wäre es natürlich gut, wenn Jan seinen Zander hier jetzt nicht fangen würde. Er hat zumindest den einen, den er für die Full Cut auf jeden Fall braucht und möchte natürlich auch gerne noch einen Hecht fangen. Und da er nicht mehr allzu viel Zeit heute hat in seiner Angelzeit, wo er die Spots vorgeben kann, denke ich, wird er gleich noch auf den Hecht gehen und das Zanderangeln dann erstmal gut sein lassen. Ja Leute, völlig abgefahren der Spot hier, richtig Strömung drauf. Und der Dustin, da ist schon wieder ein dran und hat jetzt auch einen Zander gefangen. Ich hatte 2 Bisse, aber hang nicht. Guter? Ganz klein. Ja. Er will gleich wieder weg vom Spot hier. Nee. So, der hat kein Maß. 41. Und beim Maß muss er ja auch nicht die 0,5 überschreiten, sondern richtig sein, ne? Ja. Also 11 Minuten noch. 11 noch? Ja. Kann nicht sein. Doch. Okay. Lass doch, mach doch ein bisschen länger. Lass dich einfangen. Du hast um 25 angesagt, jetzt ist 29. Ich kann mich, alles gar gut. Ich kann mich hier nicht einschießen auf diesen Olsen. Eklig ist das. Aber ist fair. Ist in Ordnung. Du fängst hier schon ein. Ja, ich muss mich, wie gesagt, erst ein bisschen einangeln in diesen Spot hier. Hier ist unwahrscheinlich Strömung drauf und das richtige Gewicht habe ich noch gar nicht raus. Schwer. Schweres Angeln. We'll be right back.
weg, 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 Jan. Scheiße, konnte den Anhieb nicht richtig setzen. Ist kleiner. Guck mal, was das ist. Vorbei? Ich hab gedacht, der Fisch bleibt weg, weißt du? Nee, nee, nee. Ich dachte, der ist größer am Anfang, weißt du? Deswegen habe ich so. Ja, ein Rapfen, das wollte ich natürlich jetzt nicht, aber die beißen ja auch. Hätte man vielleicht mal auf Topwater probieren sollen. Kleine Maschine. Upp, mein Großer. Und weg ist er. Ja, schlechter gelaufen, als ich erhofft habe, aber man hat schon heute gemerkt, es ist kein einfacher Tag. Also Fische beißen nicht ganz so gut. Ja, lief deutlich schlechter als gedacht. Zumindest konnte ich einen Zander fangen, also zwei Zander, einer war maßig, einer nicht, und einen Rapfen. Aber mein Ziel ist erstmal, alle drei Fischarten zu haben, dass ich dann die Full Card mit jedem beliebigen Fisch machen kann. Weil wenn Jan morgen vorgeben sollte und ich habe einen Fisch nicht, dann kann er natürlich zum Beispiel im Hecht an Gewässer gehen, wo kein Hecht drin ist. Und das wäre für mich ganz schlecht, deswegen muss ich unbedingt noch den Hecht jetzt fangen und das werde ich jetzt versuchen. Ja Leute, was für ein verrückter Spot. Hier ist Strömung ohne Ende. Ihr habt das vielleicht gesehen, das Wasser kocht praktisch. Dustin hat ihn genau gekannt, den Spot, hat die richtige Gummigröße wohl ausgesucht. Hat auch kein Filbis gehabt, doch zwei, drei Filbis hat er glaube ich auch gehabt. Und hat einen Zander gefangen, 50er meine ich. Also geht damit in Führung. Ich muss jetzt Gas geben, jetzt will er Hechte angeln. Und da muss ich auch dranbleiben. Ich habe hier nur zwei Bisse gehabt und konnte das nicht verwerten. Er hat sofort einen Platzwechsel angekündigt. Alles legitim, aber es ist natürlich Stress ohne Ende hier. Ne? Ja, hier ist eine Hechtstelle, ganz klar, brauche ich. Im Turnier, also in der Gruppenphase, habe ich hier auch schön zwei 80er gefangen. Falls ich die nicht kriege, wäre es natürlich eng morgen, weil habe ich heute den Lead. Dann kann Jan morgen sagen, wo wir hingehen und dann kann er natürlich total an den Hecht vorbeiangeln. Deswegen brauche ich unbedingt noch einen Hecht. Mach das. Du sagst, hier sind Hechte. Das habe ich meinen Catcher nicht mitgebracht. Ich habe einen, falls... Sind die auch Barsche? Das weiß ich nicht. Ich weiß so nicht. Nee, ich habe hier nur Hechte gefangen, sagen wir so. Aber ich habe in dem Poller vorher auch nur Hechte gefangen. Okay, alles klar. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe fast das Gefühl, dass das zu heiß für so kleine Poller ist. Hier noch ein Wurf, dann weiter, okay? Ach, scheiß Wurf, ey. Mach doch. Aber ich würde lieber schnell meinen Kescher holen, ja? Okay, weiter. Weil das ist sonst doof. Ja, dann lass uns weiter. Oh, da war er. Hi. Hast du einen Biss gehabt? Ja. Da war der erste Biss. Bist du sicher? Ja. Machst du die Barsche unsicher? Ja, ich habe es gerade versucht, aber irgendwie... Ja, das ist immer schwierig, wenn du den Spot nicht so kennst, ne? Das ist leider, da musst du echt... Ich war auch erst zweimal hier. Ja, das reicht aber. Ja, gut, aber... Genau das reicht. Jetzt haben mich dafür die Brennnessel gut gestochen. Aber richtig, merke ich jetzt richtig. Gut gegen Räume, habe ich mir sagen lassen. Leute, was für ein tolles Gewässer. Das ist ja genau so meine Angelei hier am Fluss. Wir haben ein bisschen Strömung. Das Gewässer ist ein bisschen trübe. Ich habe jetzt ein Hardbait draufgezogen.
Und das den braucht unbedingt noch ein Hecht. Also hier sind auf jeden Fall Fische. Und ich finde das richtig schön hier. Es macht richtig Spaß, jetzt hier zu fischen. Und das soll es ja auch. Es soll Spaß machen, das Angeln. Und drückt mir weiterhin die Daumen, dass hier gleich ein Fisch kommt. Oh. Sani, du hast einen Biss gehabt. Doch, den Fisch sogar gesehen. Hast du gesehen? Ja, war irgendwas Kleines. Okay, nee, das hat keinen Sinn mit dem Heartbeat hier. Tja, und der Jan muss wieder bauen. Bauen, bauen, bauen. Okay, ich gehe rüber. Über das olle Rohr. Gehen wir noch weiter, ja? Ja. Okay. Da musste man natürlich den Rucksack richtig nehmen. Das ist alles kein Problem. Ja, Leute, das ist Einsatz hier. Guckt euch das an. Egal an welche Stelle wir heute kommen, so richtig beißwütig sind die Fische nirgends. Das war an der Zanderstelle wahrscheinlich noch am besten, aber auch da haben wir es schon besser gesehen. Hier gab es jetzt zwei Anfasser für Dustin, aber ja, so richtig mit dem letzten Elan gehen die Fische nicht auf den Köder. Wir haben jetzt noch eine knappe Stunde und ich bin gespannt, ob Dustin sein Hecht noch bekommt oder ob Jan vielleicht noch ein Hecht fängt und damit dann wieder in Führung geht. Gesagt, da war er. Ah, Mist. Mit der Rute im Kraut hängen geblieben hier. Ei. Vielleicht kommt er ja nochmal. Mal gucken. Scheiße. Wäre so wichtig. Ja, Jan hat jetzt auf Topwater gewechselt, was natürlich schlau ist von ihm. Und mich. Natürlich für mich saugefährlich, weil er dann so die 20 Extra-Punkte kriegen kann. Und die Fische sind aktiv. Also jetzt der dritte Biss. Hoffentlich bleibt meiner hängen jetzt. Allein. Oh! Okay, das habe ich gesehen. Hat er leider nicht genommen. Hat ihn nicht genommen. Weggesprungen vielleicht. Wahnsinn, ne? Ja, der hat ihn genommen. Nee, nee, gar nicht. Darfst du nicht zu früh anhauen? Ja, Leute, ich versuche jetzt hier Topwater einen Fisch zu fangen. Eben gerade hat ein Fisch auf jeden Fall, wollte den vielleicht attackieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Biss gemerkt, gar nichts. Ich habe einfach weitergedreht. Das ist immer so eine Sache. Manchmal verfehlen die Hechte den Topwater-Köder auch. Aber ich muss einfach jetzt eine Alternative finden. Hier werden nur Hechte sein, denke ich mal. Auf Barsche angeln wird es schwierig hier, weiß ich nicht. Und deshalb brauche ich diese 20 Punkte Topwater. Und versuch die einfach auch. Hopp oder top, ne? Dustin braucht ein Hecht. Und ich brauche die 20 Punkte Topwater. Jetzt kann ich mit dieser Stationärrolle hier richtig weit den Fluss lang werfen. Also richtig Strecke machen. Das ist der große Vorteil. Und ich komme auch mit der Länge über dem Schilf rüber. Eigentlich ganz gut. Gute Taktik. Nur beißen muss es. Und klappen. Klappen muss der Trick. Aber vom Ambiente her ist das hier echt ein Traum. Also Leute, das ist ein ganz, ganz tolles Gewässer hier. Toller Fluss. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also richtig, hier könnte man wirklich schön angeln. Ich glaube, hier kann man auch wunderbar auf Aal angeln. Mache ich auch ganz gerne mal mit der Strömung. Also das gefällt mir schon mal. Also das ist hier richtig Natur pur in Holland. Also besser geht nicht. Das ist Endstand. Okay, weiter geht's nach vorne. Weil der Dustin, der rennt, als gibt es keinen Morgen mehr. Er will den Hecht unbedingt haben. Ah,
Aber schon spannend, oder? Ja, voll. So, weiter geht's. Das Ding geht weiter, wir auch. Fisch. Unglaublich. Wie viel Pech haben wir, wirklich. Manometer, ey. Ist ein Rapfen, oder was? Nee. Nee. Ist ein Hecht. Da will man Hecht werden. Manometer. Große, hätte nicht ein bisschen größer sein können. Ja, schade. Also viel Glück habe ich heute nicht, muss ich sagen. Da war der nächste. Jan? Jan? Was? Vorbei! So, das war's für heute. Ein relativ zäher Angeltag geht zu Ende. Auch solche Tage gibt es in einem Turnier. Drei Fische haben wir in der Wertung. Es waren ein paar mehr. Im Kescher, ich glaube, ein Rapfen war noch dabei, der Dustin nichts gebracht hat. Jetzt eben ganz am Ende noch ein kleiner Hecht, der nicht gereicht hat, um in die Wertung zu gehen. Den musste ich auch noch ganz schnell mit dem Handy filmen, weil eine Minute vor Schluss mir der Akku hier von der GoPro abgeschmiert ist. Ja, trotzdem sehr viel für morgen offen. Also es ist nichts entschieden, es ist alles völlig unklar, wer gewinnt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal einen Führungswechsel sehen werden. Dustin führt, er hat zwei Fische in der Wertung, Jan nur ein. Und ja, für morgen ist alles total offen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über neue Abonnenten und natürlich gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr tippt, wer das Finale des YouTube Predator Cup für sich entscheiden wird in der nächsten Folge. Aber bevor wir Feierabend machen, lasse ich die beiden Kontrahenten noch mal zu Wort kommen. Ja, das ist ja alles klar. Geil gefischt. Ja, ich habe gerade noch einen gehabt. Ja, leider zu klein. Und der massig? 43. Also 2 cm zu kurz. Also wir hatten ja schon, also du hattest einen Topwater-Biss. Ich habe, naja, ein Biss war es nicht. Doch, kein Biss. Nein, der ist daneben geschossen. Ja, aber es war kein Biss. Ja, ja, der hat es den war Köder kein nicht Anbiss. Er hat ihn attackiert, aber er hat ihn nicht. Ich habe einfach, weil er, aber das hast du mal Topwater. Die sind ja, klar, aber der wollte ihn schon haben. Ja. Ich habe auch 2, 3 Fehlbisse gehabt und den Kleinen jetzt am Ende gefangen. Leider nicht gereicht, aber so ist es halt beim Angeln. Dafür geben wir morgen nochmal Gas, oder? Ja, morgen geben wir Gas. War richtig geil. Also Leute, schaltet ein auf jeden Fall. Die nächste Folge beim YPC mit Das sind Schöne und Jan Pusch. Schöne Grüße. Zeit ist Fisch. Zeit ist Fisch! Wir haben Spaß hier, ey. Du, gib mal mein Maßband wieder her. Das bringt mir nämlich Glück. Wenn du das? Ja, natürlich. Deswegen fange ich nämlich nichts mehr. Also, wie Jan schon gesagt hat, auf jeden Fall einschalten. Und jetzt wünschen wir euch erstmal ein frohes Fest im Kreise der Familie und der Liebsten. Macht's gut, ciao. Auch ich wünsche euch frohe Weihnachten, leckeres Essen und schöne Geschenke. Wir sind schon übermorgen um 18 Uhr mit dem großen Finale wieder für euch da. Ho, 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 ho! Habt eine schöne Weihnachtszeit und bis übermorgen.